Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir sind unterwegs zum Batterieproduktionsbetrieb, wo wir einmal das Wasser abpumpen und gucken, dass wir das irgendwie in den Stromkreis mit reinkriegen, damit wir nirgendwo einen Wasserstau haben, damit die Produktion immer schönartig weiterläuft. So, wenn wir dann schon mal hier sind, können wir dann gleich gucken, was der Zug macht, ob der genauso tut, wie er eigentlich soll. So, let mal hier reingucken. Da haben wir 2-4. Da, wow, 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 der ist ja, aber hallo ist der, Hallöchen. Ja, weil wegen Wasser und so, ich verstehe schon. Pass mal, ob... Kriege ich das hier irgendwie gedeichselt? Ich denke doch, ja. So, wir brauchen ein Kreuzstück. Ne, brauchen wir nicht. Ich bin ja auch ein Idiot. Wir brauchen einfach nur hier die Leitung. Ups. So, und dann hier eine Kreuzung. So. So, 48 Batterien haben wir ja zumindest schon mal. Das Wasser geht raus. Top. Und wie gesagt, da können wir dann noch zwei Kraftwerke vielleicht mit hersetzen. Halt! Warum hat er hier nicht... Ach, wahrscheinlich weil er voll ist, oder? Das könnte durchaus möglich sein. So, gut, dann würde diese Produktion schon mal stehen. Würde ich jetzt einfach behaupten. So, was brauchen wir eigentlich für... Wie heißt das Zeug hier? Alklad? Sind das die Alklad-Platten? Ah, guck mal. Wenn ich hier im Menü bin und ich drücke N. Okay. Das braucht die Dinger hier. Dann machen wir mal schnell das Auto voll. So. Wieso will ich denn da? Ist ja auch Mumpitz. So. Gut. ...150, was macht der Kumpel? 125. Okay, das ist ja alles gut. Jetzt sind wir wieder voll im Geschäft, Freunde. Zur Not können wir immer noch sagen, alles klar, hier nehmen den Überschuss hiervon und baller das auch noch mit in den Schredder. Der Schredder. Das geht auch noch. So. Wo ich gerade meine Sprengvorrichtung in der Hand hatte... Wir müssen eventuell auch noch ein bisschen Kabum bauen. Ja, ein paar Sprengkapseln. Damit das hier mal endlich mehr aussieht wie, wie ein beheimateter Planet als ein Dschungel.
Bin ich ja auch mal gespannt, um mal ein wenig von diesem Spiel hier abzuschwufen. Was bei Planet Crafter dann noch rumkommt im im späteren Verlauf. Oh, mein Zwerchfell spinnt wieder so ein bisschen. Ruppdidu, rappdida, dappdida. So, die Produktion hatte ich, glaube ich, links unten. Weil man da Kupfer mit für gebraucht hat, ne? Irgendwie so warm hier. Achso, halt, stopp. Ich glaube, ich fahre gleich mit dem Auto runter. Komm ja auch wieder hoch. So, und das hier. So. Huch. Jo, passt alles. Gut. Huch, Hilfe. Ich will dich in die Maschine. So. Top, das läuft. Wie schaut es da aus? Ui. Ja, aber hallo. Okay, wir haben schon zwei Stacks dabei. Nur gut. Aber das hier füllen wir nochmal auf. Auf 200, falls wir da noch was brauchen, ne? So, Kabels schaut gut aus. Hier mangelt es auch an nichts. Computer gehen fleißig weiter. Ja. Turbodrähte. Ja, Turbodrähte. Nee, war ich nicht. Schrauben. Nehme ich mal mit, lagere ich oben mal ein. Damit da die Produktion noch ein bisschen vorwärts geht. Rein. Ein Stack kommt mit. So, schon kann die Produktion wieder hier steil vorwärts gehen. Dann als nächstes brauchen wir... Wie machen wir das? Da müssten wir ja vielleicht einen Drohnenbetrieb einstellen von den Batterien zur Ladezone Quarz, um Sprit für die Autos zu haben, die von Ladezone Quarz nach hier fahren. Das bedeutet aber, wir müssen erstmal hier eine LKW-Station bauen. Kriegen wir die kriegen wir da irgendwie hin. Hä? So. Unload. Schittrom. Oh, warte, dann machen wir da ein MK2 draus. Oder ein MK3? Ne, ein 2er reicht. Vollkommen. So, das haben wir. Und das Ding nennen wir... Kann man das umbenennen? Jawohl. Ostseehausen. Achso, habe ich noch... Warte, genügend Material für eine weitere LKW-Station dabei? Ja. Weil dann bauen wir jetzt beim Quarz die Station.
Da oben fährt unser Transporter mit unserem mit unserer Schwefelsäure. Zusätzlichen Schwefel würde ich eventuell per Landtransport von da hinten wegfahren. Für die Produktion von Schwarzpulver, wisst ihr? Damit wir uns dann mehr Krach-Bumm bauen können. Boah, ich hätte ein Hünger... Moment. Gegens Hüngerchen ist hier was gewachsen. Eine Box. Hoch und runter ist ja eigentlich Schwachsinn, ne? Naja, egal. So, dann machen wir den nämlich so. Hierher. So, machen da vielleicht noch eine Drohnenlandeplattform. Das ist dann Load, genau. Drohnenplatz. Ach du Kacke. Da brauche ich ja noch ein bisschen was an Material, hm? So 20 schwer von diesen Dingern. Na, Halleluja. Tja. Ich lasse den mal eben noch so ein bisschen laden. Und auf dem Rückweg werde ich eine Portion mitnehmen. Vom Quarz. Ist aber auch lecker, dieses Kekszeugs. Dabei ist noch gar nicht Weihnachten. Acht Monate nur noch, Freunde, da ist schon wieder Weihnachten. So, voll, voll. Halb voll. So viel verbraucht der gar nicht, hä? Gut, gut. Möchte ich behaupten. Achso. Habe ich wahrscheinlich nicht dabei, ne? Natürlich nicht. Verdammte Axt. Na gut. Ah, da kommt unser Zug. Können wir gleich mal kurz zugucken, ob der richtig fährt. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wer kennt's noch? Oder gibt's das momentan noch? 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei! So, Onkel Schredder, wie sieht's bei dir eigentlich so aus? 32.000 machen wir. Läuft. So, eigentlich würde ich jetzt auch ganz gerne zum Schwefel runtergucken, ne? Ha, er lädt aus.
schlägt mich das weg. Ui. Ja. Okay, tschüss. Tja, das hat wohl nicht mehr reingepasst. So, strommäßig, wie schaut es denn da aus? Eigentlich ganz gut. Aber wir werden hier trotzdem dann noch ein Kraftwerk oder zwei mit herbauen. Achso, Wasser, 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 Wasser. Oh, das nimmt aber ganz schön ab, nimmt das. Nee, der läuft. Naja, in dem Rohrsystem, da kann sich auch einer das an Wasser verstecken, ne? Und zur Not, wenn uns das echt irgendwie zu wenig sein sollte, mein Gott, dann bauen wir halt unten noch einen zweiten Wasserextraktor mit hin und nehmen dann die Übertaktung raus. Ah, habe ich nicht da, verdammt. Na dann, wissen wir, was wir holen. Wir holen uns schwere Eisenplatten, Freunde. Aber zuerst machen wir eine Quarztour. Und ich ziehe mir hier nochmal hier so ein... Nee, das sind Flips. Ein Flips rein. Ja, ein ganzer. Bevor die Fragen wieder aufkommen. Ui, 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 ui. Oh, oh. Oh, oh. Naja. Hätte schlimmer sein können. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen was futtern. Achso, beladen muss man jetzt drücken. Danke, tschüss. So, ich finde es ganz nett von euch, dass ihr mir damals erlaubt habt zu essen. Zumindest jetzt im Moment. Finde ich das sehr gut. So, theoretisch, ja. Könnte ich hier alles an Bäumen und so weiter wegholzen wie ein großer. Kein Thema. Könnte man verarbeiten, hier zu dem Biosprit. Würde auch ewig laufen. Theoretisch. Praktisch muss man gucken. Gut, dann nehmen wir uns mal hier welche mit. Was brauchen wir sonst noch? Strom. Das reicht für zwei. Nein, da brauchen wir noch mal ein paar Rotoren. So, die lassen wir da. 100 Stück sollten reichen. Gut. Da können wir jetzt unser... Ups.
unser Strom- und Wassernetz hinten ausbauen. Auf dem Rückweg gleich nochmal Quarz mitnehmen. Und ja, dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder für diese Folge, nicht wahr? Ich glaube, wir sollten uns dann noch ein paar Übertaktungsschneckchen suchen. Das sind schon wieder alle. Wobei ich gedacht habe, die halten ewig, ne? Oder haben wir die irgendwo in eine Kiste geschmissen? Kann natürlich auch sein, ne? Wie ist das? Verfolgt von euch einer aktiv die Entwicklung bei Coffee Stain Studios? Also quasi, ich persönlich mache es nicht, darum weiß ich es nicht, deshalb entschuldige mal meine Unwissenheit. Machen die so eine Art Blog, wo die sagen, hey, im Entwicklungsstadium haben wir heute das und das gemacht. Wir haben das und das entwickelt, wir arbeiten gerade an dem und dem. Gibt's da sowas? Upsa. Fände ich persönlich enorm cool, ne? Wenn du da so richtig tief in der Entwicklung mitmachen kannst. Also nicht aktiv mitmachen, sondern mitlesen oder so, ne? So, pass auf. Dann machen wir jetzt erstmal einen zweiten. Teestück. Nee, das passt jetzt hier nicht. Muss das durch die Pumpe vorher oder muss ich da nochmal eine separate Pumpe dann hinballern? Okay, pass auf, ich baller da einfach eine separate Pumpe mit dazu. Dann kommt der nochmal weg. So. Dann ein Bümmchen. So, wo haben wir Strom? Den müssen wir aufwerten zum MK3. Der macht jetzt 240. Der macht 180. So, dann sind wir bei 420. So, gut so. Aber ich habe nichts mehr zum Übertakten, ne? So, aber strommäßig, naja, sieht es eigentlich auch noch gut aus. Das wird hier halt dann nur mega hässlich aussehen, wenn wir das hier herbauen. Außer ich mache das hier, diese Leitung hier mache ich dann nochmal neu. Das wäre natürlich eine
eine schönere Alternative, sag ich mal. Das Gestrüpp hier muss weg. So, ein Fort. Garstiges Zeug. So, Blätter weg. Holz weg. Na gut, das füllt sich wieder. Top. So, dann würde ich sagen, Quarzstamm zurückdüsen. Boah, Batterien ist aber schon gut, möchte ich behaupten. Können wir hier einen Drohnenplatz bauen? Ach, hier. Ach nee, da fehlt uns hier das Schwere, ne? Ja, ja, die schweren Gerüste. So. Hey, wo ist mein Motorgeräusch hin? Ah, da ist es. Dann besorgen wir uns mal ein paar schwere Gerüste und dann gucken wir mal, ob das so geht, wie ich mir das denke. Ha, na doch. Na, schneller. So. Da 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 da. Da hinten auf den großen Berg würde ich gerne mal gehen. Aber das ist, glaube ich, außerhalb der Karte. Uran müssen wir jetzt dann auch langsam in Angriff nehmen, ne? So, genug der Esserei jetzt hier. So, wie war denn das mit Uran? Wir brauchen Schwefelsäure brauchen wir dafür, okay. Und Uran und Zement. Uranzellen werden als Uranerz hergestellt. Aus Uranerz. Wird zur Herstellung von Uranbrennstäben für die Produktion von Atomenergie. Ah, Uranbrennstäbe. Benötigt dann 50 von diesen Dingern. Stahlbeton. Was bist du denn? Elektromagnetische Steuerstäbe. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ach, du meine Fresse. Da müssen wir hier aber einiges um und so, ne? Also, ouch. Das ist nicht so einfach. Das ist gar nicht einfach. Ja, hättest du deine Fabrik von Anfang an mal ein bisschen besser gebaut? Halt die Schnauze. Kommen wir hier schon gar nicht mehr mit der Produktion nach, ha? Ich brauche mehr Schnecken, Freunde. Das hilft alles nichts. In der nächsten Folge müssen wir definitiv los Schnecken suchen und mehr Dinger hier produzieren. Ja, viel mehr Energieboosters. Hilft nichts. Na gut. Ja, Freunde, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.